Gott, die Kranken. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Was kein Meter weit hilft. Die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Die Menschen abschlachten, das hat absolut nichts gebracht. Lagen sie überall auf der Straße rum, verdammtes Rumgequieke. Das Odorus, ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, das müssen wir ihn ausschalten. Glaubt mir, die machen Hackfleisch aus euch. Wenn ihr mich ärgern wolltet, habt ihr es geschafft. Sehr schön. Und jetzt ist Odorus auf ihm. Ist fies, aber. Falls für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht zu spät. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Tot ist er. Hätten wir ablenken können hiermit, aber. Okay, so. Vielleicht gibt es Futter für die Ratten. Nicht. Das ist schlecht. Wie sollen wir darüber kommen? Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Verdammt. Gut, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass der dann damit animiert werden könnten. Noch alle krank, wenn wir hierbleiben. Wo sind wir hier gelandet? Alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Okay, wir müssen ihn zuerst ausschalten. Steine. Das Alkohol wird natürlich, hat er das. Ich schätze mal, ich will darüber. Das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen.
Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Wir haben keine Steine mehr. Das ist jetzt etwas schlecht. Okay, jetzt war ausgeschaltet. Wo kam das her? Wenn ich dich von hier. Können wir so weit zielen? Können wir keine Steine mehr, das ist schlecht. Was ist dir denn passiert? Ich weiß nicht, wer das war, aber er wird dafür bezahlen. Mit wem hat er geredet? Auf zum Kloster. Beziehungsweise zum... Ja, endlich! Labor oder so. Wie das hieß. Okay, gibt es einen riesigen Bosskampf, ich sag's dir. Das schreit nach Bosskampf. Wir haben wieder keine Steine. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da? Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Leg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin keine können sie Steine. Nicht. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor sah ziemlich krank aus. Aber jetzt... Der Mann ist ein Heiliger. Wir müssen Zweifel nicht verteidigen. Okay, gibt's nicht, rein gar nicht. Das ist jetzt schlecht hier. Steine bitte. Müsste doch irgendwo Steine rumliegen. Ein Schlaftrank. Alarm! Da drüben ist jemand! Ja, bring mich um. Ja. Verabsicht. Erstmal Steine suchen. Zwei Steine habe ich noch. Okay. Zwei Steine für zwei Personen. Was zum Teufel machen die da? Hier müssten eine rein.
Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es vital ist, nicht sondern... Was machen wir mit den zwei in Not? Was passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der betet ihr mal. Der soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger! Hier rüber! Besucher! Zeit zu sterben, ihr Feind! Oh, Scheiße. Das wird nix. Das ist ja schon das Bild. Ja, ich glaube, die müssen wir lieber ablenken. Mit uns mit denen anzulegen. Da ist der Großinquisitor drin in dem Links und da geht's gleich hin. Mords bisschen Bosskampf. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens. Einer von denen sagte, dass es vital ist, nicht sonderlich gut. Wir mussten. Die Ironie der Sache. Soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt. Wie viele Vitalis geht's nicht gut. Gekehrt. Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Da drüben gab es ein Geräusch. Ich sehe nach. Denker die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Schon wieder? Da stimmt doch was nicht. Ich sehe mal nach. Mach bloß nichts Dummes. Wisst ihr was? Wir finden sowieso nichts. Zurück auf Position. Natürlich. Verdammt. Hätte ich den einen ausschalten müssen, während der andere abgelenkt ist. Okay. Mach den Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Was geht denn? Hey, dieser Mist hier. Rein hier. Scheiße, da kann ich nicht rein. Wo will ich denn hin? Die kann nicht besonders schnell ran. Was genau will ich überhaupt hier? Ja, ich sag's ja ungern, aber es hat geklappt. Bisher. Da, stoppt sie euch! Wo will ich lang? Das ist eine Sackgasse. Selbstmordkommando. Wo will ich überhaupt hin? Ja. Kann vielleicht den einen irgendwie ausschalten. Ich bin eine Gasse-Locke. Ja, wir machen das. Wir lenken die ab. Den einen lenken wir ab und dann schalten wir den anderen aus. Dafür haben wir jetzt zwei Steine. Ich hole mir nochmal mehr Steine. Muss doch hier irgendwo Steine geben. Und da lebt noch einer. Und da lebt schon wieder einer. Das sind keine Steine. Das sind Steine. Fünf Steine, na gut.
Was so ist. Ich glaube, wir müssen die Beine ausschalten, um weiterzukommen. Scheiße. Was zum Teufel machen die da? Wir müssen eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger! Ich hab was gehört. Geh kein Risiko ein. Andere Platz hier. Das ist. Nicht bewegen. Ich mach's kurz und schnell. Verdammt! Ich seh's mir mal an. Rennen. Ein Eindringling geht mir nicht gerade zimperlich um. Wir sind verloren mit dem Schild. Wir müssen den einen betäuben, dann kann der andere. Und den anderen ausschalten. Vielleicht so der Plan. Das sind ein paar harte Burschen hier. Ich hab wieder zwei Steine. Und das muss reichen. Da kommt auf jeden Fall gleich ein Bosskampf. Was zum Teufel? Mit Großinquisitor. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger! Okay, ablenken, dann einen einschläfern und dann... Ich hab Lärm gehört. Ich sehe nach. Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Verdammt! Und weg hier. Ist nicht zu sehen. Na gut. Hab ich euch endlich! Verdammt, es hat nicht geklappt. Es könnte aber klappen. Wenn ich ihn von hinten dann... In der Theorie klappt das sehr gut. Die Praxis muss noch geübt werden. Scheiße. Was zum Teufel machen die da? Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immer nicht links und rechts und gehen gerade lang. Okay, das ist gut. Die müssen wir nicht achten. Einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut. Okay. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein. Hast du das auch gehört? Ich bin gleich wieder da. Ausschau halten. Ich, nein. Hier ist nichts. Warum streckt er alle Viere von sich? Gefällt mir nicht. Wir müssen von hinten. Hey, wach auf! Wer ist da? Du wirst diesen Tag noch verfluchen. Einer ist schon vielleicht auszuschalten. Und dann kommt wieder zurück auf deinen Platz. Ich hoffe, er schläft noch weiter. Warum suche ich immer noch? Es ist niemand hier. Ganz genau. Fällt auf denselben blöden Trick ein.
Wir werden euch aufspüren. Wartet's nur ab. Ja, hab ich euch. Verdammt! Ich hatte ihn. Ich hatte den von hinten, das ist doch komm. Erzähl mir nicht. Erzähl mir nichts. Na komm, töt mich. Ist unfair. Ich hatte den von hinten. Es gildet nicht. Was zum Teufel machen die da? Wir müssen eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Komm, das kriegen wir doch jetzt hin. Der Großinquisitor soll ziehen. Geh kein Risiko ein. Wir haben nur einen Schlaftrank. Nein, nein. Rein gar nichts. Bin ich hier? Wer ist das? Und warum liegt er da? Oh. Die haben dir übel mitgespielt. Wer auch immer das war, ich werde dich finden und ausbluten lassen. Okay, von hinten. Ha! Scheiße. Ich hab euch doch noch erwischt. Ich muss ja weiter Abstand nehmen. Jetzt bin ich am Arsch. Ich kenne ihn doch noch von hinten. Du siehst mich nicht. Das kriegen wir noch hin. Schlaftrank zaubern kann ich nicht. Mist. Doch, da unten ist noch eine Zutat, die kann ich mir holen. Wo ist denn der Typ jetzt? Geh zurück auf deine Stellung. Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, wie lange der andere schläft. Das ist die Sache. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Können wir den jetzt auch noch finden und ausschalten? Eine Schläfnot. Zur Not können wir das jetzt. Puh, geschafft. Kapitel 10, der Weg der Rosen. Also doch kein Bosskampf oder was? Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Oh, es ist riesig. Aber wo sind nur all die Bücher?
Uha. Ich würde mal sagen, mittendurch. Nein, Banner, Blumen, ja, das sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie viele Tage sind wir jetzt? Oh, hier sind Leute. Verdammt, ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind wir schon hier. Und jetzt kommt der Großinquisitor persönlich um zu... Etwas hat mich getroffen. Was zum Teufel soll das? Na, wie sehr schön. Keine Ratten. Merkwürdig. Ist auch überall Licht.